Wenn Opa wieder mal im Bett mit Zigaretten schläft und Oma wieder mit dem Hintern Richtung Kerzen bläht, dann braucht man schnell ein Rohr, das immer gerade und stramm steht. Und Kies und Kreis kommt nie zu spät. Sie spritzen alles voll, ja auch in deiner Nachbarschaft. Denn ihre dicken Schläuche, ja, die hängen niemals schlaff. Selbst wenn's mal brennt und juckt bei Tante Ingeborg im Schritt, bring sie ein ganz spezielles Werkzeug mit. Ich hab dir gesagt, lass den Lapjadudel in Ruhe. Das ist der Feuerwehrhund. Aber ich bin Lapjadudel-Sackspieler. Nein, bist du nicht. Sowas gibt es nämlich gar nicht. Na klar, Sackpfeifen sind ja wohl... Ich will aber nicht, dass du den Lapjadudel dauernd belästigst. Das kommt Was ist das für eine Züchtung und wie genau wurde die das gezüchtet? Das kommt echt ganz, ganz schlecht an bei den Zuschauern. Ja, die Leute schreiben immer, hör, hat Kreis wieder dem Labia-Dudel unten an den Labia-Sack gelangt? Und ich so, nein, also Kreis hat Probleme, er geht in eine Therapie, er arbeitet dran. Ja, aber das ist ja heutzutage auch so eine Ausrede für alles, ne? Ja klar, so, natürlich, ich gehe in eine Therapie. Ich mache jetzt eine Therapie, ja gut, okay, ah, dann bist du ein bisschen netter. Ja, bist ein netter kleiner Dackelsetter. Ey, beste Folge. Ich guck die so gern, die Folge, ne? Mit dem Dackelsetter, mit den Reimen. Das ist wirklich... Ich wusste jahrelang nicht, dass diese Perle der deutschen Serienkunst existiert. Ich habe noch nie so eine gute deutsche Serie gesehen. Ja, ja, die war... Ja, okay, ist aber auch was Seltenes. Es ist was Seltenes. Ich habe die damals, als ich krank war, bevor du die überhaupt geguckt hast, habe ich die schon mit Staffel 1 damals auch zufällig gefunden auf Amazon. Da war ich irgendwie krank und hab irgendwas haben wollen, was mein Gehirn jetzt nicht so wirklich beansprucht. Weil meistens, wenn ich krank bin, mag ich keine krassen Effekte oder krasse Stories. Und dann habe ich das gefunden und dachte, oh, das ist eigentlich ganz witzig. Ich guck, wenn ich krank bin, meistens zurück in die Zukunft. Obwohl es ja echt deep ist, stellenweise, die Serie. Ja, Sepp, das ist ja gerade das. Die haben diesen geilen Mix aus Comedy und geistiger Tiefe irgendwie gefunden. Das, was so Scrubs früher auch hatte, so, ne? Manchmal, du hast eine Folge geguckt, aber warst am Ende trotzdem super traurig, obwohl du eigentlich was zum Lachen hattest, so, ne? Kennst du die Serie The Ranch? Mit Ashton Kutcher? Ja, aber habe ich noch nie komplett gesehen. Ey, das wird auch später so depressiv. Wir schauen das immer nachts so ein bisschen zum Einschlafen und das wird später so krass heftig, wo du denkst, oh mein Gott, das Pharma-Leben ist die Hölle. Ja. Alles kann dich zerstören. Eine Dürreperiode, ja, gut, klar. Rind dreht durch, ja klar, natürlich, aber klar, das ist realistisch, aber es ist halt so ernst am Ende, die Serie. So verdammt ernst. Überleg mal, dass das teilweise, was so Leute durchmachen müssen, wo es dann heißt, ja, du musst jetzt alle deine Gänse abschlachten. Ja, warum? Weil irgendwie... Ja, weil wir herausgefunden haben, Gänse können eventuell vielleicht Corona haben. Ja, so ungefähr, ne? So, ja, irgendwie eine Gans... 15 Höfe weiter in 23 Städten neben dir, in einer Entfernung von 90 Kilometern, da hat eine ganze Vogelgrippe gekriegt. Deswegen musst du leider jetzt deinen kompletten Bestand auflösen. Ja, aber ich lebe davon. Ja, schauen wir mal, du kriegst 50 Euro. Ja, ja. Ersatzzahlung. So, ja, wie mit den Feuerwerkskörpern, dasselbe. So. Hier ist Eisdielen-Gutschein. Nächstes Jahr geht's ja weiter. Wir haben jedes Jah groß Silvester gefeiert, wirklich groß. Teilweise früher noch so vor 15 Jahren noch so mit Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins, waren wirklich alle da. Und nicht einmal in den fast 35 Jahren, die ich jetzt lebe, hat sich irgendwer eine Verletzung zugezogen. Nicht einmal. Ja, aber ich kannte auch bis jetzt keinen einzigen so, also wirklich in meinem privaten Umfeld kannte ich niemanden bis jetzt. Es sind Vollidioten, die mit Sprengstoff spielen, die sich Raketen in den Arsch stecken, um sie dann aus ihrer Hose starten zu lassen. Leute, die sagen, guck mal, ich kann einen Knaller in meiner Hand zünden, puff, oh, drei Finger sind weg. Das sind die Idioten. So, und alle normalen Menschen müssen jetzt leiden. Und ja, vielleicht kriegt ihr eine Ersatzzahlung für eure Böller, mal sehen. Weißt du so? Naja, ich meine, die meisten Leute sagen Böller ist unnötig, braucht man nicht. Nee, das sind nicht die meisten. Das sind nicht die meisten, das stimmt gar nicht. Wir böllern das schon seit Jahren nicht mehr, was soll denn die Umweltverschmutzung? Ja, ne, aber es sind nicht die meisten. Ich war mal Neuer Holland und da war der ganze Boden Alter, rot. Holland ist heftig. Es Holland war so heftig. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Also da war wirklich alles in Holland, rot. In Holland, wir waren auch vor ein paar Jahren mal am Nikolaus in Holland. Alter, was die Nikolaus feiern, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Die gehen ja, die benutzen halt alles für eine Drogenparty. Die nutzen richtig Nikolaus, ey. Die feiern auch ziemlich hart Squanzer. Squanzer. Die Holländer sind halt krass drauf. Was ist mit dem? Warum steht der hier und guckt mich an? Junge, mach mal einen Schlauch. Alles ist möglich, Cory, Dienstag. Da wird in Holland gefeiert, sag ich dir. Ach, guck mal hier, Strom schon mal abschalten.
Tag. Wankipur, alles klar, yay. Ja. In Holland feiern die alles richtig heftig. In Holland geht's richtig steil, Junge. Irgendwo hat ein kleiner Schlomo seine Vorhaut verloren. Lass feiern. Holla raus. Ja, nee, aber stimmt. Silvester ist in Holland eigentlich auch ein Riesending. Ey, ne? Wie krass. Also richtig krass. Ja, die haben noch so eine andere Partykultur auch, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Die sind nicht so... In Holland ist es nicht so schlimm mit... Oh, der Nachbar, der hört wieder laut Musik seit einer Stunde. Ich glaube, ich ruf mal lieber die Polizei. Der da drüben hat Spaß und ich hasse mein Leben. Ich ruf mal lieber die Polizei. Ja, Deutschland hat mehr so ein... diese Meldekultur. Ja, Mutti Merkel hat gesagt, ich soll in die Hände klatschen, mir einen Pulli anziehen und petzen. So ist das, ne? Aber was willst du machen? Ich brauche ein Brecheisen. Hol mal ein Brecheisen. Über uns machen sich aber auch wirklich Leute lustig, ne? So über unsere Staatspolitik, weil wir halt so bemuttert werden vom Staat. Ja, eher gezwungen, ne? Klar, ja, aber trotzdem, wie die Kommunikation halt so ist, so, ja, Leute, ne? Dann zieht euch mal einen Pulli an, klatscht ein bisschen in die Hände und macht mal einen Hampelmann, ne? Yeah. So Muttis Tipps. Ja gut, wenn du jetzt Mutti fragst, sie wird sagen, ich bin damals jeden Morgen 9 Kilometer auf dem Stahlrad gelaufen, musste Löwen und Krokodile bekämpfen. Ja, und heute... Damals haben sie uns Nägel in die Schuhsohlen gekloppt, damit es doch schlimmer ist. Ja. Damit wir überhaupt keinen Spaß haben an der Schule. Wir hatten ja, Kreuzigungsunterricht. Aber wenn man es so sieht, klar, man kann froh sein, dass man heute nicht mehr mit dem Rohrstock geprügelt wird, ne, wenn man mal irgendwie im Unterricht spricht. Ja, aber für einige wäre es erregend. Ja, ist doch so. Ja, für irgendwen ist immer irgendwas erregend. Also, ich war ein böser Junge, oh ja. Gib's mir, Daddy. Ich habe keine Lust mehr, den Jungen zu bestrafen. Hey, stell mal vor, du bist so richtig schlimmer und ziehst einmal die Karte und redest so mit dem Lehrer. Ich glaube, der ist raus mit bestrafen. Ja, der muss auf jeden Fall erstmal irgendwie den Bund anrufen. Warum wird denn Patrick nicht mehr bestraft? Nun! Patrick strafen wir, indem wir ihm nichts antun. Nein, Daddy, ich war böse, Daddy. Schreiben wieder alle, ich bin Patrick. Ich bin Patrick und ich mag meinen Daddy. Ey, wir müssen hier oben noch Türen aufbrechen, aber ich komme nirgendwo mehr rein. Bist du schon oben im Stock? Ich war oben und hatte gerade noch ein paar Leute gerettet. Redderdudelt. Redderdudelt. Ich muss mal gucken, ist da noch was drin? Ich hole mir mal das Ding. Der Labia-Dudel. Mit dem geschwollenen Schritt. Boss. Helligan, Rainer. Hallo, ist hier jemand drin? Haben wir hier Strom? Ist hier noch jemand knackig in Flammen? Was, ich hab irgendjemand schon ausgeschaltet. Achso, okay. Alter, das ist ja richtig unangenehm. Junge, gib mal dein Rohr. Junge. Ich stehe mitten in den Peterchen Cross Flammen. Ja. Peterchen ist aber auch immer Cross. So, jetzt erstmal hier das Fenster aufschießen als allererstes. Das ist aber direkt eine fette Hütte, die wir hier löschen müssen. So. Erstmal breit gestartet. Bist du oben schon? Nee, ich bin unten. Achso, geil wäre, wenn einer schon mal hochgeht, um zu gucken, ob da noch Leute liegen irgendwo. Aber, achso, suchen und retten. Nee, alle Feuer löschen nur nach oben. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich weiß nicht, ob wir alle gerettet haben. Gab's da schon Grüne? Ich höre nur irgendwas explodieren hier. Ich sehe noch ein Symbol, ein grünes. Ich sehe kein Symbol mehr. Ist das oben oder unten das Symbol? Hier ist auch noch irgendwie, glaube ich, ein Raum oder so, wo ich bin. Ich versuche mich gerade hier durchzuspritzen. Ich höre nur wieder... Wer brennt denn da? Ach, ich bin das. Boah, hier ist aber echt eine Flammenparty. Locke die Flammen weg vom Flammpunkt. Weil wir müssen unten auf jeden Fall löschen, sonst kommen wir nicht durch, weil die Decke immer halt brennt, ne? Ja, ja. Wie gesagt, ich lösche unten hier den Raum, aber... Weil der ist böse. Ey, hier geht gar nicht die Flamme aus. Was ist denn hier los? What? Ja, jetzt ist es einfach wieder explodiert? Wow, Alter!
Dieser Raum hier sieht genau so aus wie der Raum aus dem PlayStation 5 Simulator. Hast du schon gespielt? Ja, ja. Also jetzt nicht auf Videos, ich habe so gespielt. Ja, ist ja auch immer derselbe Baukasten, die die Entwickler verwenden. Ja, ja. Gratis. Ist gratis, kann dies. Kostet nix. Ja, hier, ich habe eine Person gefunden, hinterm Haus. Die ist aber relativ sicher. Dann guck die Person an und drück auf 4. Dann holt dir jemand ab, eventuell. Müsste so ein Symbol erscheinen. Ja, hab ich schon. Aber hier brennt der Küchentisch. Der lila Laune, Mann. Ja, ich komme hier von der anderen Seite ran. Das ist wieder so ein Superbrand, ne? Ja gut, klar, wenn er einmal züngelt, ne? Fortgeschrittenes Feufeu. Boah, die Decke halt, ne? Die strikt immer wieder back. Ja, ja. Deck strikes back. Mache the deck back. Mach die Decke da mal weg, du. Ich glaube, es brennt von oben runter. Ich glaube, einer muss hoch, einer muss unten, ha? Okay, jawohl. Das waren alle Personen. Ah, guck mal, hier unten ist jetzt, hier sind wir gleich durch. Ja, aber der Fußboden wahrscheinlich wird wieder hier durchsickern. Ja, das geht schon. Guck, hier sieht's gut aus. Rauch ablassen noch. Oh, hier geht's wieder Richtung Garage, Richtung Eingang. Ich sag das, Feuer strikt wieder back. Jetzt das Problem, wenn die Treppe einstürzt, ne, dann... Oh, die Garage brennt auch wieder leicht. Leicht kross, aber trotzdem... Leicht kross. Ja, hier darf jetzt nichts einstürzen. Das Treppenhaus darf auf keinen Fall jetzt so verbrennen, dass es einstürzt. Ja, aber ich glaube, von draußen waren auch noch Leitern. Ja, aber es ist trotzdem angenehmer, jetzt hier so reinzugehen. Boah, warte hier, das greift wieder nach hinten dann. Boah, Alter, das Geländer, ja. Du. Na gut, das ist wie Streichholzschachtel hier, ne? Boah, Junge, ja, da gehen die Frames dahin. Dann weißt du immer, dass es hart bremst, wenn die Frames gehen. Wenn die Frames flames, dann weißt du, es brennt. Wenn die Feuerwehrmänner wie Piraten klingen, dann weißt du, es war ein harter Job. Lass mir hier schön ein bisschen Rauch auch abziehen lassen. Ah, so ist gut. Boah, Alter. Komm schon. Hey. Alter, die Kante hier ist fies. Ja, ja. Der Kamin halt, ne? Hier ist Kaminwirkung. So, ich muss sagen, es haben es irgendwie gut hinbekommen, das Feuer so. Ja. Ich meine, das Spiel basiert ja eigentlich auch nur auf diesem Feature. Wir haben tolle Flammen. Natürlich. Ja, gut, reicht ja auch erstmal, ne? Muss ja jetzt nicht der Kronprinz der Videospiele sein. Soll ja das nur können, was es gut können soll. Ich versuche jetzt hier mal den ganzen Flur in den Griff zu kriegen. Boah, Alter, da drinnen, ey, da ist so flammable. Ich glaube, meine Taschenlampe ist geschmolzen. Alter, das ist ja so krass. Ja, ja. Hier ist echt heftig gerade, was hier oben abgeht. Jetzt kommt so Piratenmusik bei mir. Ne, bei mir ist gerade so eine Entspannungsmucke. Oh, schnelle Missionszeit abgelaufen. Ja klar, aber guck dir das mal an. Oh Gott, ich muss wieder raus hier. Bisschen HP nachladen. Da hat jemand wieder zu hart Quanza gefeiert. Ja, jetzt hier noch ein bisschen die Decke. Guck mal hier, das ist mies. Diese Ecke fängt immer wieder nach unten an zu lodern. Ich habe mir jetzt gerade hier erstmal eine Ecke im Raum freigespritzt, aber irgendwie, oh, es fängt am Fenster immer wieder an zu brennen jedes Mal. Ich kann diesen Raum nicht löschen. Schnelle Missionszeit, sie ist davon. Ich bin froh, wenn wir überhaupt noch irgendwas bekommen. 3,50 Mark für den Einsatz.
Glaub mir, da gibt's keine Schnurri-Marken. Der Schnurri-Bong ist dahin. Schnurri-Bong. Da gibt's keine Bratwurst. Nee. Können wir nicht einfach irgendwem nochmal sagen, er soll noch mehr Schlauch holen? Mehr Lösch? Ja, aber die löschen irgendwie total uneffektiv, finde ich. Ist ja egal, Hauptsache irgendwas machen sie ein bisschen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass sie auf die Idee kommen, unseren Schlauch abzustecken, weil das machen sie auch ab und zu. Deswegen mache ich das so ungerne. I've got your back, boss. I got den back. Yes, sir. Alter, was war das? Das Familienmoped. Das Familienmoped da hinten, wir müssen es retten. Steht auf der Inventarliste. Alter, da oben ist so ein Freizeit-Gin. Das Familien-Gin. Familien-Gin? Der Familien-Gin. Der Familienflaschenschweiß. Boah, jetzt kann ich endlich mal hier in den Raum. So ein bisschen ablöschen hier. Ich habe irgendwie leicht Angst, dass unten wieder ganz viel Feu ist, wenn wir runterkommen. Ja gut, aber eigentlich haben wir unten ja gelöscht. Ja, aber wie gesagt, es brennt oft durch. Man denkt, man hat gelöscht und auf einmal bei der Bumm, Surprise, Mother F. So, ich glaube, jetzt haben wir es aber so langsam hier. Ja. So, endlich mal den Raum hier fertig. Der war echt aggressiv hier, der Raum. Der hier ist aggressiv, weil diese extrem trockene Billardplatte hier, die brennt. Gepaart mit der Wüstenhitze. Gepaart mit der Wüstenhitze, ja. Staubig trocken, aber gesund im Mund. Komm schon. Für Senioren absolut ungeeignet, so eine Wüstenhitze. Wir müssen die Tür hier... Es ist echt krass. Ich muss diese Billardplatte hier erstmal... Das ist übel. Dieser Filz, der da drauf ist. Jahrelang haben sich fettige Männer über die Platte gelehnt. Da hat sich halt viel reingesaugt. Ja, das stimmt. Voll gesogen mit dem Fett und Schweiß. Begabter Trucker. Boah, Alter, hier, das ist ja krass, wie es hier abgeht. Also der Brand ist wesentlich größer, als ich ihn von außen eingeschätzt hatte. Ja, wieder eine Fehlschätzung, weil ich hab dir gesagt, trimm nicht deinen Schnurrbart, das nimmt dir deine Feuerwehrsinne. Mein Spinnensinn klingelt. Ah, die Milch ist alle. So in letzter Zeit erfreue ich mich wieder sehr stark an Robot Chicken, muss ich sagen. Es ist ja, die gucke ich eh immer. Robot Chicken ist sowas, was ich immer gucke. Ja, ich immer wenn ich mal so ein bisschen chill, ein bisschen Robo-Chicken. Ja, was echt so krass. Oh, mein Spinnensinn klingelt. Was ist das? Der grüne Kobold? Ist das so bla bla bla? Weißt du, so oh krass. Und dann will er die Milch eingießen von seinem Korn. Oh, die Milch ist alle. Ah, danke Spinnensinn. Hey, das sind auch wichtige Sachen. Obwohl man ja heutzutage eigentlich gar keine Milch mehr trinken darf. Wenn du heute im Supermarkt Milch kaufst, gucken Leute dich an, als hättest du Heroin irgendwie gekauft. Schämen sich nicht, das Produkt zu kaufen. Was, wie ein Liter Milch? Schwein, kranke Sau. Ich lebe hier an einem Ort in Bayern, weißt du, da wird die Landwirtschaft noch gefeiert und gefrönt. Da sagen die Leute, danke, dass sie die Wirtschaft unterstützen, junger Mann. Vielen Dank. Möchten sie vielleicht noch einen Handjob? Boah, da hinten der Muskelmax, der brennt. Ich weiß nicht, ob das ein Supermarkt ist, Kreis, oder einfach nur ein Strich. So ganz ehrlich. Der Milchmarkt. Der Milchmarkt. Wollen sie gehandjobbt werden bei ihrem Liter? Für jeden Liter gibt es noch einen Handjob obendrauf. Für jeden Liter ein gratis Handy. Der Supermarkt in der Gasse. Da kaufe ich immer meine Milch. Boah, ich muss hier raus. Oh. Das ist heftig hier. Das ist heftig. Ja, das ist Turbo-Brandbad. Oh, so. Brandbad Bernd. Zu den Nachbarn rüber. Ja, so waren wir als Jugendliche. Da war so ein... Da war von dem Typen der Vater, der hieß Bernd. Und der hat übelst viel geraucht. Und dann haben wir ihn immer Schmandbad Bernd genannt. Schmandbad Bernd war richtig heftig, Alter. Und seine Frau, also die Mutter von dem Jungen, die hatte
so eine... Die Musik der Flammen, ui. Ich weiß gar nicht, hab ich das schon mal erzählt, oder? Die hatte so eine Haarbürste mit so einem Stock dran, mit der hat sie sich über den Rücken gekratzt. Geht, nee, hast du nicht erzählt, aber ist ja widerlich. Keine Ahnung, ist ja richtig ekelhaft. Bah. Das erinnert mich an die Simpsons. Schmann, Bad Bernd und Big Dagmar oder so. Immer. Oh Mann. Das erinnert mich an die Simpsons, wo Bart irgendwie so fett werden will wie Homer. Ja. Ich habe diesen Schwamm an einen Stock gebunden. Wow, faszinierend. nicht schlecht. Oh, das ist ewig weiter Weg für ganz kleinen Brand. Echt jetzt? Ah, ja, da hat jemand wieder irgendwie, keine Ahnung, so eine Chipstüte. Da ist die Flammen aufgegangen. Wir sollten so ein Energy, eine Energy-Milch rausbringen. Tropfmilch nennen wir die, weißt du? Eine Energy-Milch. Ja, ja, klar. Eine Mischung. Eine Mischung aus eine Milch. Milch und Energy. Fight like a crow. Fight Milk. Fight Milk, ja. Und jetzt irgendwie Crop Milk. Be crop like a crow. Crop Milk. Geil. Auch der kleine Timmy trinkt jetzt Kopfmilch. Ja, klar. Ich glaube sogar, es würde sich... Oh, ich hasse die Lenkung von dem Ding. Ich glaube sogar, es würde sich verkaufen. Die würden dir alles abkaufen. Aus irgendeinem Grund ja, aber warum ist es so? Weil sie denken, dass du qualitativ hochwertige Dinge machst. Das stimmt ja auch. Ich meine, unsere Let's Plays sind auf dem Qualitätslevel jenseits von Gut und Böse. Andere YouTuber starren neidisch darauf und denken sich, ach verdammt. Ich hätte auch gerne so viele gelbe Videos. Das wäre total super cool. Das wäre total geil, Mann. Wenn die dauernd irgendwelche neuen, sputzigen Wörter rausbringen. Ich will auch demonetarisiert werden. Monetarisiert. Ja, das ist hip. Du weißt, ein Kanal ist gut, wenn nur 70% der Videos gelb sind. Dann weißt du, der hat wenig Werbung auf seinen Videos. Das ist ein guter Kanal. Das muss ein guter Kanal sein. Also liebe Eltern, wenn ihr haben wollt, dass eure Kinder harmlosen Content gucken, dann schaut, dass es zugekleistert ist mit Werbung. Klar, die Werbung geht meistens dann über russische Sexseiten und Alkohol, ja, ist auch so geil, und Gewaltspiele. Aber hey, die Kinder sind trotzdem geschützt. Habe ich gestern auch ihr YouTube gemeint, so hey, ich habe keine Werbung, weil sich zwei Menschen küssen. Aber ich krieg dann irgendwie auf dem anderen Video Werbung von irgendwelchen russischen Prostituierten ohne Kack, die so: Suchst du auch einen Mann? Dann nutz Olga 13. Neue App, du findest garantiert. Für Frauen, die Mann suchen. Und für Männer, die alles nehmen würden, weil verzweifelt. Ohne Scheiße, Werbung kriegst du. Ich habe auch sogar Dildo-Werbung schon gehabt von meinen YouTube-Videos. Irgendwelche Frauen, die sich Dildos reinschieben. Oh Mann. Habe ich sogar gescreenshots. Da dachte ich mir aus, das gibt's doch nicht. Weißt du, zu mir was sagen, aber dann irgendwie, ups, der Dildo-Deal, die Werbung. Ups, der Dildo-Deal, die Werbung. Das ist halt ein Format mit Klasse, ne? Kann man echt nichts drüber sagen. Wie heißt der nochmal? Da gibt's doch hier diesen einen Deutschen, der dann auch immer so komische Sachen macht. Wie heißt der nochmal? Der ist so ein ganz bekannter Deutscher, ist das. Der hat so einen Igelhaarschnitt. Der hält sich auch für Igelhaarschnitt. Ja, ja. Der sieht aus, als wäre er irgendwie auch noch in den 90ern hängen geblieben. Der testet Dildos. Ja, nee, aber der findet solche Formate. Das ist so der Formatfinder für Deutschland. So, der macht so. Der ist Porno, da ganz weit oben. Ja, ja, genau. So. Wir fahren jetzt hier schon 3,5 Minuten. Wir haben erst die Hälfte der Strecke. Ich sag dir, es wird da hinten irgendwo in der Ferne wieder so ein Mini-Brand. Ja, ich sehe auf jeden Fall schon da hinten Feuer im Busch. Nee, ich glaube, da hinten ist ja auch eine Feuersäule. Ach, keine Ahnung, was ist das? Ich glaube, es ist eher ein Baum. Das ist eher ein Baum, eine Baumsäule. Der noch nicht richtig geladen ist. Ja, ja, doch. Ah, nee, da hinten raucht's. Ah, jetzt sehe ich's auch. Ja, das eine ist nur eine Wolke. Ach, das war eine Wolke. Aber was dann der Strich da hinten ist? Wahrscheinlich irgendein Funkturm oder so. Oder eine strichförmige Wolke. Wolke. Wolke, Fegenfahrt oder... Fegefahrt. Wolke, Thunderfahrt. Wolke. Wenn du dein Kind Wolke nennst, wird es auf jeden Fall Schauspielerin. Das ist ein Name für eine Schauspielerin. Ja, ja, das ist so ein Kreativname. Ja, ja. Papa ist Künstler irgendwie, der macht Statuen aus... Aus Kot. Aus Kot. Aus Straußenkot. Irgendwas Exotisches, weißt du. Krokodilkot. Der ist extrem schwer zu schöpfen. Das musst du wie auf,
auf dem Cranberry-Feld. Das muss dann mit Wasser fluten und abschöpfen mit der groben Kelle und dann... Oh, weißt du, kann ich nicht fahren. Weil ich mir gerade vorstelle, wie jemand halt wirklich so Krokodilkot heranzüchtet. Ja, ja. Und Mama queeft irgendwelche Kunstwerke aufs Papier. In dem Mama queeft auf der Ocarina of Time-Flöte. Das war doch so eine... Gab's da nicht so eine Künstlerin, die hat dann irgendwie... Farbe sich da reingeschoben? Ja, ja, und dann aber aus einer Schaukel ist dann irgendwie mit einer Schaukel über die Leinwand geschaukelt und hat dann aus der Schaukel raus die Farbe aus ihrem Unterleib auf die Bilder geschossen. Warum machen wir eigentlich sowas Dämliches nicht? Weil das weil wir keine Künstler sind. Also, wir sind Künstler. In meinem Ausweis steht drin Künstler. In meinem Ausweis steht drin, verlassen Sie bitte sofort das Land. Sie schaden den Menschen, den Kindern. Da musste ich auch erstmal in der Nachbarschaft vorstellen, ne? Ja, ja. Guten Tag, ich bin Kreis, ich mache YouTube-Videos. Oh, nee. Was? Den wollen wir aber hier nicht in der Straße haben. Das macht doch total Krach, oder nicht? Macht man da nicht viel Krach? Ja, eigentlich nicht. Sie werden eigentlich nichts davon hören. Ja, ich rufe trotzdem mal die Polizei, weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Vorsichtshalber, so zweimal die Woche wäre schon gut, wenn die mal klopfen. Mikroaggression. Willst du irgendwie einen Brokkoli zubereiten, Alter? Schmeißt du die Blendgranaten in deine Güni-Küche? Das ist doch deine Güni-Küche? Ja, man, kennen Sie Güni, der Küchenmann? Ey, was gibt's doch jetzt nicht? Dafür sind wir jetzt hier runter. Ja, sag ich doch. Hättest du nicht irgendwie eine Oma machen können? Ein rüstiger Rentner hättest du doch übernehmen können, oder nicht? Ja, sag ich doch. Das hätte ich auch mit meiner Schwungmasse noch machen können. Was ist das hier? Ein Büro? Draußen? Outdoor-Büro? Ich hatte nämlich einen Bürostuhl. Das kann auch der Praktikant löschen. Und wenn es übergreift, dann rufst du halt die richtige Feuerwehr. Aber dazu lassen sie sich ja dann. Aber da oben stehen ganz merkwürdig Menschen. Die stehen überall merkwürdig Menschen. Letztens hatte ich so einen Cyberpunk-Bug, da standen ja auch alle so rum und sind wir auf Schienen gefahren. Die sind nur noch über den Boden gegrindet. Ich finde das Taxi nicht. Hast du diese Taxi-Mission schon gemacht? Nee. Diese Delamain-Mission? Bei mir ist ein Taxi im Boden verschwunden, das kommt nicht mehr wieder. Ja, es gibt ein paar Sachen, die sind breaken. Ja, ja. Axt. Ah, ne, der Feuerlöscher. Da hat doch irgendjemand hier so ein, keine Ahnung, Outdoor-Büro aufgemacht. Dass die Leute aber auch dauernd ihren Müll hier verbrennen, ne? Ich meine, wie ist dieses Feuer wohl entstanden? Ich weiß es nicht, vielleicht heimlich einer hier im Container geraucht. Lösch mal hier den Container so ein bisschen. Geht gar nicht. Lässt sich nicht löschen. Er sagt, nö, ich brenne jetzt. Oh, ich habe eben gerade irgendwie den Schnurri angesenkt. Oh, wir brauchen hier mehr. Mehr Lösch. Ich brauche hier mehr Mull. I'm with you, boss. Lead the way. Oh, mit den letzten Tropfen meines Löschs. Nee, hat nicht gereicht. Ich brauche hier noch einen Löschi. Schnell, renn da mal ran. Ich hab dem hier ein Löschi geholt. Brecheisen. Muss, wenn du dir die Sachen nicht bringen lässt, dann schrumpft dein Schnurrbart. Muss die schon bringen lassen, die Sachen. Ja, es muss jetzt schnell gehen. Ah, geil, guck mal hier, zack, wieder fertig, zwei Arbeiten. Im Löschzirkus des Lebens, weißt du? Ein dicker Brand, ein Billy Brand. Ja, einen kleinen Willy Billy Brand können wir noch machen. Mal gucken, was wir jetzt gleich kriegen. Ja, dann geht die Folge aber wieder 40 Minuten. Naja. Die Kinder wollen ja auch haben, dass das Projekt irgendwann mal hier abgedreht ist. Nee, die wollen es für immer haben. Die wollen es nicht für immer. Die sagen, wann ist mal voll voll, wann machst du voll voll, mill voll voll, aber weniger voll voll. Die sagen aber hier, ich habe mir jetzt extra eine Taube gekauft, dann macht ihr keine Folgen mehr. Was soll das? Roman will lernen. Roman hat einen geschwollenen Bürzel. Ich wette, in diesem Land gibt es irgendwo ein Haustier, was wegen uns Ruben Roman heißt jetzt. Da bin ich mir sicher. Oder ich habe mir zwei Hamster gekauft. Nee, der Hamster soll man, glaube ich, nicht zu zweit. Die fressen sich. Weiß die tragen es aus, die kämpfen meistens dann. Ja. Die sagen hier, ich habe jetzt zwei Ratten und die heißt, die eine heißt Ruben, die andere Roman. Ich habe hier noch einen Short-Stepper. Die Musik der Flammen? Und? Guck mal, Spitzenleistung ist keine Fähigkeit, sondern eine Lebenseinstellung. Ja, sag ich doch, das ist doch mein Lebensmotto. Ein Mann, der immer Spitzenleistung bringen will. Da sagst du, ich bin fanatisch. Naja, gut, bei manchen Sachen, die ich jetzt hier offen nicht nennen darf. Trainier mal mit mir. Einfach Firmen im Namen anderer Leute irgendwie, ne?
Wie jetzt Firmen im Namen anderer Leute Kreis Industries bewerben. Ja. Das muss ich, das ist eine Aufgabe, die du mir aufgebürdet hast. Wenn es nach mir ginge, wäre die Firma schon längst weg. Nur, dass es diese Firma nicht in meinem Namen gibt. Ja, ja, wenn man da mal guter ins Impressum guckt, ne? Wenn man da mal im Impressum nachschaut. Da steht ja Kreis Onkel. Onkel Industries. Wir verkaufen noch Nüsse. Oh, nein, wieder die Set. Ich kann nichts machen. Fahrzeug resetten. Musst du resetten, du. Ist aber auch wieder, ich wette, ein Babybrand. Also wie die Leute hier rumlaufen, hier müssen viele Fitnessstudios sein in der Gegend. Hier am Muscle Beach. Im Muscle Desert. In der Muskelwüste. In der Muskelwüste. Jetzt, mit jedem Tag, genießen sie Sonnenbrand und Muskelschmerzen. Oh, da hinten sehe ich es voll. When it burns, it grows. Das ist das Lebensmotto. Ja, es muss ja auch burn, sonst growt ja auch nichts. Ja. Du musst dich am nächsten Tag irgendwie wie am Arsch fühlen, aber gut. Ja, aber du musst auch hier mit dem ordentlichen Schnaps, ne? Ja klar, Schnaps und Kirsche. Morgens hier ordentlichen Kirschschnaps, ey. Ja, weil Kirsche ist aber echt gut gegen Muskelkater, das stimmt wirklich. Das ist also kein Mythos. Allein Vitamin C und Kirschen haben irgend so ein Enzym, wo noch ganz gut ist. Aber Vitamin C ist ziemlich gut gegen Muskelkater. Ich habe gestern ganz viele Granatapfelkerne gegessen. Boah, das ist mir zu fummelig. Ja, nee, du kannst ja mittlerweile schon fertig gepellt kaufen. Das ist mir zu verschwenderisch. Ist mir zu dekadent. Sorry, sowas kann ich auch nicht. Kreis. Ich so einmal Anfang des Monats muss ich mir Vitamin C gönnen. Der hat so einen Hofpeller. Den Rest des Monats esse ich nur Ja-Flips. Ja-Flips, davon ernähre ich mich. Du, das sind keine Flips, das ist eigentlich Steripor, ne? Also, ich würde gerne beim Flips mit Milch probieren. Ja, mach doch, was hätte ich auf? Weiß ich nicht. Der gesunde Menschenverstand? Ich habe damals in diesem einen Stream, wo ich Gummibärchen, Erdnüsse und Milch gemixt habe. Haben Leute angerufen. Haben Leute gesagt, ey, geil, Fight Milk. Ich sag dir, ich freue mich auf den Tag, wo die Kropfmilch kommt. Ich weiß, dass die irgendwann kommen wird. Ich spür das einfach. Irgendwann wird der Mann kropfen. Das Ding ist, Kies hat es irgendwann heimlich getrunken und sich gedacht, nicht getrunken. So schlecht ist das gar nicht. Und jetzt ist sein perfider Plan, jahrelang jemanden zu bearbeiten, dass er es dann auch trinkt. Und wenn er dann sagt, schmeckt gar nicht so schlecht, dann kann er sagen, ja siehst du, habe ich nämlich auch probiert. Und so schlecht hat es gar nicht geschmeckt. Das ist ey, du hast mich doch, glaube ich, auf die Idee dahinter überhaupt gebracht mit diesem Kropfen. Nee, ich weiß nicht, es war wieder irgendwie. Klar, in irgendeiner Rap-Folge hast du gesagt, Kids kropfen heutzutage. Ich so, hä, was heißt kropfen? Ja, in Neuseeland haben die so eine große Langeweile, dass die irgendwie Tauben fangen und kropfen. Neuseeland, ey, da will ich gerne jetzt. Denn nur Tauben und neuseeländische Pinguine können milchen. Ordentlich abgezapft. Ein Kilometer noch. 1,3. Du bist aber optimistisch, ja. Gott, it's a long way for nothing. Ja, ja. Wieder dann nur, um mit drei Feuerlöschern irgendwie mal ein bisschen die Sahne auf die Kirsche drauf zu machen. Wegen einer Geburtstagsparty. Und wieder einer zu viel Schnaps in seinen Drink gemacht. Ah, ja, jetzt. Und, ah, ja, genau. Nach dem Scheitelpunkt richtig rumziehen, die lange Karre. Ja, aber der fährt sich echt sperrig, du. Oh, guck mal, hier gibt's Muscheln. Muschus. Was ist das hier eigentlich für eine Apotheke hier drüben? China Aid. Apotheke? Ja, hier wieder China Aid. Und hier ist der Red Lobster. Warte, Moment. Hier links rein. Oder? Nee. Da links rein. Boah, guck dir mal hier das Loch an. Oh, komm schon. Der Taco-Wagen brennt wieder. Das ist doch hier, Freiwillige Feuerwehr, Party. Das sind die Bänke und... Oh nein. Das ist ein richtiges Feuerwehrfest, was brennt. Guten alten Rosenbauers. Bartöl ausgelaufen. Das ganze Bartöl steht in Flammen. Nie wieder gepflegte Bärte. Große Bartölkrise damals. Scorpion-Konzert ohne gepflegte Bärte. Das geht ja gar nicht. Bürger.
sieht doch aus wie ein illegales Straßenfest. Ja, heutzutage wäre es illegal. Guck mal, der Burger-Truck hat oben so einen Mülldeckel. Hä? Aus echtem Müll. Burger aus echtem Müll. Schmecke die Stadt. Die Solarzellen sind irgendwie falsch rum ausgerüstet an den Trucks. So, hier Ruben Roman. Hol du mal noch einen Feuerlöscher. Dann geht's los. Oh, mein, hier. Mein Luzi klar. I'm on it. I'm on it. So, und dann einfach mal draufhalten hier. Drauf, Lutz. Ist da ausgelaufen? Ist doch irgendein Öl wieder ausgelaufen, ne? Ja, Bartöl. 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 Billys Bart und Bräute. Schöner 20-Sekunden-Brand. So ja, mag ich das. Richtig schön. Das waren nicht mal 20. Die Vorschau von dem Brand ging länger als der Brand. So, jetzt so eine Nachbebrechung. Schön hier in den Truck reinzoomen. Das ist halt real, ne? Darauf stehen die Simulatoren-Fans. Richtig epische Kamerafahrten. Dafür bezahlt man, für die Kamerafahrten. Für den Firmes. Hier, Vorhaut ist besser als Nachhaut. Das ist die nächste Mission. Oh Mann. Zack. Ja, so eine Nachhautentzündung, glaub mir. Nicht schön. Richtig geil. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich glaube, dann wird es auch schon Le Gros Final. Denn wir haben nur noch 2-3 Missionen. Ja, 3 Missionen. Ja, schauen wir mal. Auf Wiedersehen und tschö.